Moin und herzlich willkommen zu Pokémon Kolosseum. Ein Let's Play, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Und ich werde es jetzt auch endlich tun, dank meinem tollen Grabber, der mir ja das Schöne hier ermöglicht. Pokémon Kolosseum, endlich ein Pokémon-Spiel für damals den GameCube, in der man endlich in einer 3D-Welt rumlaufen konnte, um Pokémon-Kämpfe auszutragen und weiß ich nicht was alles. Genau das, was in Pokémon Stadium und Pokémon Stadium 2 für den damaligen N64 noch gefehlt hatte und jetzt endlich möglich ist, dank dem GameCube. Aber leider dann wieder bei der Wii vergessen wurde, dass sowas möglich ist. Na, also ich bin nicht gerade der Freund von den großen Reden, also werden wir jetzt einfach mal anfangen. Ja, bitte neuen erstellen, ich habe einen Memory Card. Da passt schön viel drauf. Mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Wenn nicht, bringt dich um. Das macht er manchmal. Dann stürzt das Ding auf einmal ab. Ne? Ah, hat geklappt. Schön. So, wir werden natürlich ein neues Spiel starten. Weil, wie gesagt, auf der Memory ist neu. Da ist nichts drauf. Ja, natürlich. Einmal neu, bitte. Und ich werde den Protagonisten nach dem Namen benennen, der eigentlich auf jeden vorgesehen ist. Und das ist der Name. Seht. Ich finde Duncan eigentlich auch sehr schön. Ich könnte ihn auch Mitch nennen, aber es ist doof. Es war ein Männername, aber ich weiß nun mal so, da kann ich nichts für. Also wenn man ihn sieht. Ja, und schon geht das Spiel los. Und da geht das Spiel einfach mal schön explosiv los. Wir können schon spielen. Haben wir unser schönes Menü. Pokémon dabei nach Taramciana. Sehr schönes Gaming, was ich finde. Ich werde mal eben kurz tauschen. Niedriges Level nach vorne bei mir. Immer so. Dann haben wir den Vidar hier. Die Pokémon Data. Da sind halt diese Krallinformationen. Gut, wir spielen das Spiel zum ersten Mal. Zwinker, zwinker. Wir wissen ja nicht, was ist. Was Krallinfo ist, das werden wir dann ja später noch erfahren. Natürlich, ich krieg noch schöne Mails. Ich werde mich schon wieder schön davor erschrecken, wenn ich Mails kriege und zurück. So viel gibt's hier noch nicht zu sehen. Dann ganz normal Items. Wie halt wie im Pokémon-Spiel ja auch. Wie man sieht, sind wir am Anfang schon schön, richtig schön zugeballert mit Items. Aber halt auch nur die normalen Standard-Items. Von anderen haben wir noch nichts. Und ja, wie wir wissen, haben wir mal schon. Wir wissen eigentlich nur, wir haben einen Gebäudeluftballon gejagt. Wir haben was geklaut. Was man auch schon sehen kann hier. Das haben wir angelegt, das sage ich gleich schon mal vor. Was ist, verrate ich natürlich noch nicht. Wir sind mit unserem geilen Gefährt hier hingefahren und ja, befinden uns hier in einer alten Lok, die wahrscheinlich nicht mehr ganz betriebsfähig ist. Und in dem Sack scheint sich etwas zu bewegen. Mein Gott, es lebt! Eine Mumie! Oh, Panik! Da ist ein bisschen so weit reingelaufen. Oh Mann, ich bin pappsatt! Nach getaner Arbeit schmeckt es gleich noch einmal so gut. Wir haben auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, weißt? Ich hätte der Boss mir dieses Mal ordentlich was springen lassen und zwar nicht zu knapp. Was für ein Tag. Ihr seid so lustig. Ja, die Animation ein bisschen schleppend, aber das ist egal. Das ist Pokémon. Oh mein Gott. Tja. Da haben wir die einfach mal so belauscht. Wir wissen eigentlich gar nicht, worum es hier eigentlich geht. Egal, wir spielen einfach. Gehen wir einfach mal rein.
Goldhammer offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei dem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde. Oh, das waren wir. Um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht. Allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Oh, es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten dich auch weiterhin auf dem Laufenden. Tja, nein, wir geben nicht an, dass wir das waren. Gut, wie wir sehen, es ist eine kleine Bohr. Kann man halt schon Leute anquetschen. Geht der hinter dem Krall? Nein! Ich hab nur gerade eben das Versteck in die Luft gejagt, aber nein, kenne ich nicht. Die Typen sind Gangster, die sich fremde Pokémon da den Nagel reißen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie krallen sich mitten im Kampf dein Pokémon. Man sagt, sie benutzen dafür spezielle Krallenbälle. Du siehst aus wie ein Trainer, also nimm dich lieber in Acht, wenn du diesen Typen begegnest. Ich glaube nicht, dass wir von denen Angst haben müssen. So, was hast du zu melden? Was da wohl los gewesen sein mag, wenn dein Versteck in die Luft... Oh Mann, wenn dein Versteck in die Luft geht, hast du als Gangster schlechte Karten. Mhm. Ich? Ich tu nichts Böses. Mhm. Deshalb geht bei mir auch nichts in die Luft. Ich hab's drauf. Ja, du bist der Knaller. Dieses Team Krall, das sich einfach fremde Pokémon krallt, ist wirklich eine Schande. Ja, die krallen sich eins. Es wäre fast so schön, um wahr zu sein, wenn diese Bande nach der Explosion endgültig zerschlagen wäre. Tod, Zerderben, Organe, die durch die Luft fliegen. Ja, wir haben es verstanden. Na, wer bist denn du? Du bist doch auch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja, ich glaube schon. Ich habe da zwei Pokémon dabei. Schon klar, ich habe einen Blick für so etwas. Und du hast diesen Glanz in deinen Augen. Ja, voll den Glanz. Ich wette, du hast auch ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt sich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Ich entschuldige mich für jedes Klicken, das man hier hört. Ist nun mal passiert. Egal. Hui. Ja, gegen dich werden wir auch noch kämpfen. Aber erstmal quatschen wir hier den Barmann an. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen auf der Durchreise, was? Naja, egal, woher du kommst und wohin du gehst, ruh dich erstmal ein wenig aus. Das habe ich getan, also werde ich jetzt auch wieder das Haus verlassen. Hey, Moment, so einfach kommst du mir nicht davon. Ah, du schon wieder. Ich heiße Willi. Hi, Willi. Ich sehe gleich, dass man mit dir gut kämpfen kann. Du siehst wirklich nicht wie ein wie ein gewöhnlicher Reisender aus. Tut mir leid, ich verspreche mich manchmal, meine Zunge überschlägt sich. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Eine Runde riskieren? Wenn ich nein sage, lässt du mich nicht durch, ne? Okay, dann sag ich lieber ja. Ja, ich hab's doch gleich gewusst. Also los, hier geht's lang. Wenn's denn sein muss. Ja, man muss ja gleich zeigen, wie es hier läuft mit den Kämpfen, ist ja klar. Oh, jetzt wird's heiß. Jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas. Brumm, brumm, und jetzt gib ich Gas. An einer Waffe, ja. Hätte ich auch, wenn ich rosa Haare hätte. So, und schon den ersten Pokémon-Verkauf verwickelt. Das ist natürlich sehr klasse. Alle Kämpfe hier im Pokémon Kolosseum werden auf Doppelkämpfe ausgetragen. Was ich echt eine schöne Sache finde. Ich mag nämlich sehr gerne Doppelkämpfe. Ist manchmal noch besser als Einzelkämpfe. Obwohl Einzelkämpfe auch nicht schlecht sind. Und da sehen wir gleich hier schön Konfusion, Reflektor, rechte Hand, Rückkehr. Rückkehr ist eigentlich noch ziemlich gut bei Psyana, weil halt Trainer hat Psyana ja schon ein bisschen länger, sonst wäre es kein Psyana, sondern immer noch Evoli, wenn man der Person immer mehr wie selber, dann greift einfach mal eine Konfusion. Und das geht. Das haut so richtig schön rein, man sieht's. Und Zigzags hat sich eben in die Hose gemacht. Und natürlich schöne Erfahrungspunkte. Natürlich hat man jeden Pokémon-Spiel. Ist ja nichts Neues. Daran macht Angriff. Das haut, glaube ich, nicht ganz weg. Nein. Nein. Ja, nicht ganz. Dicke kann uns eigentlich auch nicht viel anhaben. Siehste, schön vorbeigegangen. Einfach nochmal drauf auf Zigzag, so dann ist es auch Geschichte. Und dann haben wir diesen Kampf auch in der Tasche.
Da geht es nieder. Kaputt. Schwarzpunkte kassieren. Und dann kann es weitergehen. Ja, verloren. Da muss ich wohl noch mehr trainieren. Da tu mal. Ich halte dich nicht davon ab. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Fennec gehen. Fennec, Fennec. Ich sag mal Fennec. Westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Was wir auch tun werden. Und weil er das so schön gesagt hatte, werden wir auch gleich auf den Weg nach Fennec machen. Hier sehen wir dann auch zum ersten Mal die Karte. Wir befinden uns übrigens in der Aura-Region, die so größtenteils aus Wüste besteht. Im Moment haben wir halt nur diese beiden. Einmal die Wüstenbar, eine Tankstelle am Rand der weiten Wüste, die Reisende Speis und Trank bietet auf der Karte, sowie auch Fennec, Oase der wasserblauen Quellen inmitten der unerbittlichen Wüste. Und da fahren wir jetzt hin. Mit unserem geilen Pferd. Die beiden Idioten schon wieder. Ja, was machst du? Du sollst festhalten, Mann! Das sagst du so einfach, aber die hält nicht still. Wie soll man denn da festhalten? Hey, da drin. Lass die Sperenzchen rüber. Sperenzchen, oh mein Gott. Dauert auch nicht mehr lang. Nifputz, Hilfe, ich werde entführt. Lass mich hier raus. Mr. Grimm hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefängst die Klappe. Oh, verdammt. Hat der Kleine da etwa alles mit angehört? Nein, ich stehe nur zufällig im Weg. Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns leider keine andere Wahl. Dein Pech, Kollege. Und weiter geht's. Finsterling Hain. Eins der versuchter cooler Trainer. Wo ich jetzt schon mal sagen kann, der wird uns noch öfters begegnen. Hatte zwei Flohmünzen gekriegt. Passen sehr gut zusammen. Sind wir natürlich wieder mit Psyana und Achtara vorne. Werden natürlich wieder Kompression und Biss einsetzen. Weil es im Moment die besten Attacken sind, die wir haben. Und ich eigentlich nicht so ein Freund von statusverändernden Attacken sind. Sind sehr viele. Du mit mir und mich und schon sind wir zu viert. Ich bin mehr für die Attacken jetzt. Also bitte schön draufhauen, so Biss, ne? Volltreffer. Hm, tschüss, Flummel. Das war's mit den beiden Flummels. Und da hat schon nach der Level 27 erreicht. Ich finde das hier schön, dass sie gleich so ein hohes Level haben. Allein schon sieht man ja an den Attacken, dass sie ja schon ein bisschen mehr drauf haben. Das ist eigentlich ganz schön. Du hast ja doch was auf dem Kasten. Ja, ich stehe ja hier nicht umsonst und bin der Protagonist und muss hier die Welt retten. So wie es scheint. Wer mit meinem Flummel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Gesicht im Team Kral gab es doch. Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe, Räuber, hier sind Räuber! Blödsinn, wir sind doch keine Räuber, wir sind Kinder, aber Kinder, verstanden? Du Vollidiot, du redest uns doch um Kopf und Kragen. Und du freu dich nicht zu früh, klar? Wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir um dein Pokémon, was eine echte Hake ist. Und wie interessant sich die Synchronstimme mal ändern. Okay, ich glaube, da steckt jemand drin. Das ist fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen? Idioten. Hast du gehört? Kidnapper! Verkidnapper! Verstanden? Kidnapper! Ach, ich muss da ja selber mal selber machen. Der Sack ist mit einem Strick fest zugebunden. Knoten lösen? Nein! Nein! Ich weiß ja, was da drin ist. Nein! Ich will es nicht! Sie zieht an dem fest verknoteten Strick. Langsam löst sich der Knoten. Seht, löst den Strick, mit dem der Sack geschlossen war. Ja, wir haben es verstanden. Und zum Vorschein kommt ein nervtötiges Mädchen. Gott sei Dank, endlich frei. Hey, yo, das ist ein Scheiße. Das musste jetzt raus. Ich weiß, was mir bevorsteht. Aber wo bin ich? Haben diese Kerle mich hingebracht? Wir sind in Fennec, der Stadt der wasserblauen Quellen. Dunkelgrün und so. Und dieser junge Mann hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Ja, ich war mal so nett.
wie und wie er gekämpft hat. Das war echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest. Du warst ja in dem Sack drinne. Ach, tatsächlich, danke. Aber wer bist du eigentlich? Ah, du bist also Seth. Mein Name ist... Es ist interessant, dass sie ihren eigenen Namen nicht weiß. Und wieder werde ich sie nach dem Namen benennen, in dem sie im Spiel so wie sie im Spiel eigentlich heißen soll. Sibylle. Sibylle. Oh, Alter, die waren so fies. Sibylle. Nein, wir nennen sie Cosma. Das würde stimmen. Ich heiße Cosma. Schön, dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in einer Nachbarschaftsstadt überfallen. Entschuldigung, ich werde mich bessern. Ach, diese Kerle haben mich zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal. Aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Oh, naja, ist wohl nicht so wichtig. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist ja auch zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus befindest du... Was ist denn heute los? Bist du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Spinnenbrunnen hochschreitst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Seth, es ist vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht auf der Reise begleiten? Ja, für eine Weile begleiten. Nein! Na gut, du lässt ja eh nicht locker. Danke, Seth. Ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Ja, weil du mir keine andere Wahl lässt. Wenn du bei mir bist, dann können diese Rowdies willkommen, Seth. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Ja, Cosma schließt sich dir an. Das ist schön. Wow, ich freue mich. Jetzt kommt das, was ich meinte. Hey, yo, listen. Hey, bitte. Sie läuft mir die ganze Zeit hinterher. Ich mag die Frau nicht. Egal. Gehen wir halt erstmal ins Pokémon Center. Heilen unsere Pokémon. Die sollte auch reingehen. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon. Machen sie wieder fit. Okay, wir benutzen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Mod in mein Output. Diesen Text kennen wir aus allen Pokémon-Spielen. Aus allen. Es ist immer der gleiche. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich erstmal von dem ersten Part. Ich hoffe, es hat euch bis hier gefallen, auch wenn der Anfang ein bisschen holprig war. Und in der nächsten Part werden wir uns halt hier in Fennec ein bisschen aufhalten. Es geht auch schon wieder los. Aufhalten, den Bürgermeister besuchen, ein paar Pokémon-Kämpfe bestreiten und versuchen, die Welt zu retten und herauszufinden, was es mit diesem mysteriösen Pokémon auf sich hat, das die Kleine erwähnt hat. Also, bis zum nächsten Part. Tschüssen!